Mir ist das scheißegal, was Leute mittlerweile sagen. Mir ist das wirklich so egal. Mich hat meine ganze Vergangenheit hat mich so geprägt, dass mir das mittlerweile so Wumpe ist. Mir ist das so gleichgültig, was Menschen von mir oder von dem, was ich mache, halte. Es könnte mir fast nichts egaler sein. Ich kann mich mit Menschen aus meinem engeren Umfeld und Freunden unterhalten und da kann man sich auch auf einer vernünftigen Basis unterhalten und da argumentativ auch ein vernünftiges Gespräch führen und eventuell auch nicht der gleichen Meinung sein. Und das ist für mich auch völlig akzeptabel. Dennoch ist der Großteil, was irgendwer von mir hält, mir so egal. Also wenn ich eins gelernt habe über in 37 Jahren Leben, dass jeder irgendwas zu sagen hat, und davon die meisten gar keine Ahnung haben, wovon sie überhaupt reden. Deswegen spielt das nicht wirklich eine große Rolle. Also wenn, sag ich mal, dein engster Freund oder, sag ich mal, dein Lebensabschnittsgefährtin sowas in die Richtung mit dir besprechen möchte, dann hat das natürlich eine gewisse Gewichtung. Und da muss man auch mal gucken, wie das kommuniziert wird. Im Großen und Ganzen alle, sag ich mal, der Großteil der anderen Menschen, was wollen die denn? Was wollen die von dir? Ob dir jetzt 20 Menschen sagen, dass das in der Gesellschaft so und so angesehen wird und dass man das so und so machen will, was interessiert dich das? Du musst ja mit dir in Einklang sein. Also du musst deinen inneren Frieden finden und mit dir glücklich sein. Und sobald du mit dir glücklich oder mit dir selber klarkommst, kommen ja auch andere Menschen. Scharst du ja um dich rum, die genau dein Mindset auch haben, beispielsweise. Und wenn du an dem Punkt irgendwann angekommen bist, dass sich diese Menschen nicht rumscharen und du eine vernünftige und ordentliche Konversation diesbezüglich führen kannst, die dann auch auf Augenhöhe stattfindet, ich glaube, dann hast du alles im Leben erreicht. Dafür muss man aber auch lernen, alleine zu sein, weil das wird ein bisschen dauern, bis das der Fall ist. Wie motivierst du dich, wenn du nach einer ordentlichen Selbstreflexion erkannt hast, dass du an dir verändern müsstest, aber dir keine Lust darauf hast, das umzusetzen? Habe ich nicht. Alles Leo, habe ich nicht. Also das Einzige, was mein Kryptonit ist, ist Rauchen. Das ist die einzige Baustelle, die ich habe. Alles andere geht von der Hand. Irgendwann ist man... Also bei mir ging das... bei mir war das... bei mir ging das los, als ich mich das erste Mal mit ordentlich geäußerter Kritik auseinandergesetzt habe. Das war vor 2 oder 3 Jahren. Vor 2 oder 3 Jahren hat sich mal ein Zuschauer bezüglich einer Thematik geäußert und hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben, seine Kritik diesbezüglich auszuformulieren. Und das nicht als Angriff zu formulieren, sondern wirklich als, Dizzy, ich glaube, du machst menschlich gerade, bist du irgendwie auf dem Holzweg und du entwickelst dich so ein bisschen in eine Richtung, wo das nicht fein ist. Und diesen Kommentar habe ich mir genommen und da habe ich wirklich Stunden darüber nachgedacht, was der Mensch mir eigentlich sagen wollte. Und die ganzen Jahre davor habe ich das wirklich nie für voll genommen, weil es haben ja immer viele Menschen zugeguckt und das hat mir immer in Anführungsstrichen Recht gegeben. Also Recht im Sinne von, was will der überhaupt von mir? Da sind ja immer noch 1000 andere, die sagen, jo Dizzy, das ist schon gut, was du da machst. Ab diesem Punkt war es für mich fein, mir selber zu widersprechen. Also es hat so 1-2 Tage gedauert, aber an dem Punkt habe ich festgestellt, Scheiße, manchmal musst du dir selber mal widersprechen. Und in diesen 2 Jahren habe ich gelernt, mein Verhalten, was ich an den Tag lege, zu überdenken und auch im Nachgang nochmal zu reflektieren. Beispielsweise, was für mich da auch dazugehört, ich höre jede Folge Jizz in My Pants am Montag selber mit. Jeden Montag. Und über das, was ich sage... denke ich sehr viel nach, ob das genau dem entspricht, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn ich das nicht sagen wollte, korrigiere ich das. Und so gilt das für alles andere bei mir auch. Also zwischenmenschliche Beziehungen, sagen wir mal als Beispiel jetzt, Stuhlsen, ich habe mal einen schlechten Tag und ich ranze Stuhlsen richtig an. Und ich für meinen Teil weiß, dass er das abkann, weil das gehört zu einer Freundschaft dazu.
besitze aber trotzdem die Größe, am Arm zu sagen, weißt du was, Stuhlsen, das war wirklich nicht gut. Also, ich würde das gerne nochmal umformulieren und es tut mir leid, dass das passiert ist. Und das sind Dinge, wo du selber anfangen musst, dich selbstkritisch, dich selbst zu kritisieren und so zu sehen. Das heißt nicht, dass du zu deinen Werten nicht stehst oder dass du nicht selber der Mensch bist, den du da verkörperst, sondern du musst auch das, was du sagst, musst du auch irgendwie mit deinem, das musst du auch verkörpern. Und das ist, glaube ich, so ein Prozess, den muss man erstmal durchmachen, dass man zu dem Punkt kommt, wo man sagt, okay, ich nehme das an, wenn Leute das sagen. Bei mir ist aber so, ich filter das halt aus. Wenn jetzt jemand sagt, du bist scheiße oder nur so ein halb hingewichstes Ding mir an den Kopf wirft, dann ist es mir egal. Wenn sich aber jemand wirklich die Mühe macht, mit mir vernünftig und konstruktiv darüber zu sprechen, nehme ich das auch an. Und das ist so ein ganz wichtiger Prozess gewesen für mich, in mir selber diese Abwehrhaltung gegenüber Kritik und Weiterentwicklung komplett zu eliminieren. Also ich habe das nicht mehr. Wenn jetzt jemand etwas äußert und das ist wirklich gravierend, dann nehme ich das an. Also dann denke ich auch wirklich darüber nach und verschließe mich nicht davor. Der Punkt, dass wenn du das erreicht hast, dann hast du auch irgendwann Spaß daran. Das ist wie Bildung zum Beispiel. Für mich ist es mittlerweile ein ganz großer Spaß geworden, mich zu bilden, körperlich fit zu sein, meine Wohnung zu machen, das zu verkörpern, was ich halt sage und nach außen repräsentiere, ist für mich so elementar wichtig geworden und bringt mir Spaß, dass ich nicht mag, also ich komme nicht an den Punkt, wo ich keine Lust dazu habe. Gibt es Menschen, wo es dir nicht egal ist? Ja. Es gibt Menschen, wo mir das nicht egal ist, ja. Also ich würde zum Beispiel, wenn meine engsten Freunde was zu mir sagen, nehme ich das auch für bare Münze. Da ist es mir nicht egal. Und da führe ich aber auch ganz andere Konversationen mit den Menschen mittlerweile. Ich sag mal, wenn meine Freundin was sagen würde, die jetzt nicht da ist, aber wenn meine Freundin was sagen würde und wir hätten dieses auf Augenhöhe Verhältnis, wäre mir das auch nicht egal. Was mir halt auch immer, also bei zwischenmenschlichen Dingen hilft, ich weiß nicht, ob euch das auch irgendwie helfen würde, wenn wirklich mal eine brisante Situation ist, die wird jeder mal in seinem Leben haben. Man wird sich immer mal streiten oder anschreien oder was völlig normal ist, denn ich denke, nicht jeder ist immer zu 100% beisammen. Also sei es drum, dass du gestresst bist von der Arbeit, viel passiert ist, irgendwas in deinem Leben passiert, was außer Ruder gerät. Dann ist das Wichtigste, glaube ich, wenn man kurz bevor man schlafen geht, sich die Frage stellt, wie kam das eigentlich bei dem anderen an? Das ist eine super wichtige Sache. Es ist gesellschaftlich da übrigens auch sehr aufgedrückt, dieses zum Beispiel klassische Rollenbild, was dir da auferlegt wird, dass Frauen immer hysterisch sind oder dich immer anschreien und du sollst da nicht klein beigeben und dahin wirken, weil du dann deine Männlichkeit zum Beispiel verlierst, was völliger Blödsinn ist, denn Menschlichkeit bedeutet, und egal ob es zwischenmenschlich ist oder in deiner Partnerschaft, bedeutet das einfach, dass du dich mit der Situation auseinandergesetzt hast und mit deinem eigenen Verhalten. Und wenn du Scheiße gemacht hast, musst du halt für deine Scheiße gerade stehen. Und wenn du Schaden oder Schmerzen verursacht hast, dann musst du dafür auch gerade stehen. Denn nicht jeder Mensch ist halt ident und gleich und kann das dementsprechend auch ab. Deswegen ist ja diese Frage, wie kam das bei dem anderen an, gar nicht so unwichtig. Ne, du weißt ja nie, wie es in dem Kopf des anderen aussieht. Für mich zum Beispiel als Mann, ne, wofür ich wirklich lange, sehr, sehr lange gebraucht habe. Und zwar, bis heute. Also bis zur letzten Frau habe ich gebraucht, um zu beschreiben, was Liebe für mich ist. Habe ich super lange für gebraucht. Also diese Worte dafür zu finden oder diese einfachen Metaphern oder Beschreibungen zu finden, hat unfassbar lange gedauert. Oder das empathische Gefühl für Menschen, die sag ich mal, in einem, ich nenne das jetzt mal Gefängnis, in einem Kopf leben. Das hat super lange gedauert, das in irgendeiner Form empathisch zu verstehen, dass da ganz andere Dinge in den Köpfen verknüpft sind, die du gar nicht nachvollziehen kannst, als ich möchte jetzt mal meinen, als normaler, sterblich denkender Mensch. Oder dass Menschen nicht in Schubladen packbar sind, weil die Menschen
in ihren Charakterzügen oder in ihren Zügen per se so komplex sind, dass nicht jeder Mensch nicht mal ansatzweise ident sein kann. Das hat super lange gedauert. Wie verhinderst du Overthinking? Ich glaube, Overthinking kann man gar nicht wirklich verhindern. Ich glaube, man kann für Situationen, in denen man sich befindet, Akzeptanz entwickeln. Und manche Dinge muss man einfach akzeptieren. Weil es gibt, also egal, wie oft und wie sehr du das in deinem Kopf durchgehst, diese Szenarien, egal wie viele Ausgänge du findest, manchmal muss man die Situation, wie sie ist, einfach akzeptieren. Was aber auch, also weil ich das immer kategorisiere oder zumindest in meinem Kopf ein bisschen label, um das zu sortieren, ist, kann ich wirklich akut daran was ändern, jetzt gerade? Wenn ich es nicht kann, lege ich es weg. Kann ich jetzt akut an dieser Situation etwas ändern? Ja, nein. Wenn nein, dann muss ich darüber ja nicht großartig noch nachdenken, wenn mich das bewegt. Das ist aber auch sehr rational gedacht. Also, ob das für jeden zutrifft und für jeden so in der Form funktioniert, das keine Ahnung. Weil da sich, wie gesagt, jeder ist ja anders und jeder funktioniert in seinem Kopf völlig anders. Ganz anders.